Was du tun willst, das tue bald. Das sagt Jesus im heutigen Tagesevangelium zu Judas Iskariot. Und Judas steht auf, verlässt den Abendmahlsaal und geht hinaus in die Nacht. Ich muss zugeben, als ich den Text heute Morgen las, kam mir nicht in den Sinn, was das jetzt in Bezug auf Ostern bedeutet. Mir kam auch nicht so unbedingt gleich eine theologische Bedeutung in den Sinn, sondern mir kam ganz einfach in den Sinn, was sind die Dinge, die ich jetzt gerne täte? Was ist das, was mir fehlt und was jetzt eigentlich dringend dran wäre? Und alles, was mir eingefallen ist, ist im Moment leider unvernünftig oder sogar verboten wegen der sozialen Distanzierung. Wir könnten jetzt auch eigentlich bei dem Judas stehen bleiben und das genauer beleuchten, aber ich finde Jesus und seine Bewegung heute viel wichtiger für uns. Jesus schickt Judas los. Er bestimmt den Beginn seines Leidensweges in Jerusalem. Er bleibt Herr der Lage. Wie ist es mit dir? Bleibst du in diesen Tagen Herr der Lage, soweit es eben geht, oder lässt du dich treiben? Lässt du dich fremdbestimmen? Lässt du dich leiten von Dingen, die eigentlich nicht wichtig sind? Ich glaube, um zufrieden zu werden, ich glaube, um die Hoffnung zu behalten, musst du Herr der Lage bleiben. Deinem Tag ganz bewusst eine Struktur geben, deinem Leben ganz bewusst einen Sinn geben dadurch, dass du jetzt zwar Dinge, die du machen möchtest, nicht kannst, aber dafür andere, die überlegst und sie auch durchhältst und durchziehst. Ich glaube, erst dann kannst du aus deiner Zufriedenheit heraus, Herr der Lage zu sein, auch Hoffnungsträger für andere sein. Also dann pack's an, werde Herr der Lage und bleibe Hoffnungsträger.